Servus Chris. Heute ja, mal mit Michi. Schwarzen Getränk meiner Wahl. Ein schwarzes? Bier ist alle. Ich bin schon gespannt. Ja. Bier ist alle. Hm. Ja, glaube ich, irgendwann ist dann soweit. Wir kommen auch nicht mehr dazu, irgendwie groß einzukaufen. Also wir haben eigentlich nur Hunger und Durst, weil wir den ganzen Tag hier gefühlt den ganzen Tag hier in der Minecraft sind. Ja, wir haben mittlerweile wieder abgedatet. Also das hat geklappt mit dem Ticket bei unserem Server-Hoster. Das heißt, wir sind jetzt auf der aktuellsten Version von Direwolf. Und neben den vielen tollen neuen Dingen, die wir schon gelesen haben, die es jetzt geben müsste in den einzelnen Modpacks, gab es leider auch wieder einen Nachteil. Und zwar sind natürlich auch ein paar Bugs drin. Unter anderem, als ich abgedatet habe, habe ich mal so geguckt, okay, wie ist jetzt die Framerate und naja, war eigentlich so weit okay, bis ich genau hierher kam und hier auf den Tesseract geguckt habe. Da war es nämlich dann vorbei. Ich hatte einen Frame und es ging auch nicht weg. Und sobald er aus dem Bild war, war alles super. Also ich konnte mich rückwärts auch an das Ding anschleichen, alles prima. Und ja, jetzt habe ich gesehen, das ist wirklich ein Bug. Da gibt es eine Shader-Einstellung, die momentan nicht korrekt funktioniert. Allerdings, ich muss dazu sagen, nur auf dem Mac. da gibt es eine Settings-Datei, das verlinke ich auch, wen es interessiert. Da muss man einfach so einen Parameter auf Voll setzen. Und dann schaut er zwar nicht mehr ganz so geil aus, aber man kann zumindest spielen, weil das ging wirklich gar nicht. Ich dachte zuerst, es ist vielleicht die Quarry, die so viele Items liefert, dass der Tesseract vielleicht irgendwie so viel CPU braucht, dass das Spiel laggt. Aber nee, es war echt nur die Grafik, weil hier so ein kleines, wie so ein kleines Universum drin sich bewegt und das per Software gerendert, das ist dann halt tödlich. Also irgendwie, ja. Aber jetzt funktioniert es wieder wunderbar. Und wir haben auch beide so ein bisschen weitergemacht. Und schon ein paar Dinge vorbereitet. Ja, also Michi will die Löcher wieder zumachen. Das finde ich prinzipiell sehr gut. Und er hat dann noch gemeint, ja, die mache ich alle wieder zu und das siehst du nicht. Und jetzt hat er anscheinend gemerkt, wie viel das dann, oder wie lange das dann dauert und er dauernd hin und her rennt. Und deswegen, was willst du bauen? Ich will Filler bauen und beziehungsweise ich habe ihn doch gerade schon zusammengeklickt. Genügend Teile dafür haben wir. Ein Lapis Lazuli. Der ist, von den Landmarks übergeblieben. Okay. Achso, du hast schon gebaut, aber ich dachte, du... Ja, der ist schon durch. Ja, dann zeigen wir wenigstens nochmal, wie der geht. Ja. Das ist der Filler von BC Builders. Oder? Ja, ich kann dann nur so zeigen. Weil wir natürlich nicht alle Items haben. Ja, im Endeffekt Gold Gears, Pisten, Table, Landmark und hier so Yellow Dye wahrscheinlich, oder ist das? Ja, genau. Wobei sich auch die Bauweise verändert hat zu den Modpacks davor. Okay. Da konntest du nämlich Zahnräder bauten aufeinander auf. Also du hast erst ein Holzzahnrad gemacht. Ja, es gibt verschiedene Arten das hatte ich auch schon mal. Ja. Gear, wenn du mal Gear eingibst, dann siehst du, da gibt es drei verschiedene Gold Gears. Das vom Buildcraft, das wird wahrscheinlich richtig. Bei dem Buildcraft, bei den originalen, da ist es so, da bauen die Dinge aufeinander auf. Das heißt, du musst erst ein Holz bauen, dann machst du daraus ein Eisen, dann machst du daraus ein Gold oder irgendwie so in der Reihenfolge. Erst Holz, Stone, Eisen, Gold, Diamant. Genau, man muss ein bisschen so durchhangeln. Genau, und das geht bei diesen anderen geht das direkt jetzt. Genau, da hast du im Endeffekt in der Mitte Iron und außenrum Gold. Ja, zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich der Vorteil mit Direwolf, weil da halt so viele Modpacks drin sind. Also wenn man den Buildcrafter spielt, dann ist das Ganze noch ein bisschen umständlicher. Aber ja,
ja, zumindest bis wir es dann automatisiert haben, weil dann weiß er einfach, wie man ein Wooden Gear baut und er weiß, wie man ein Stone Gear baut, wofür braucht er ein Wooden Gear und so weiter, und dann baut er das alles selber zusammen. Und du kannst zum Schluss einfach sagen, ich will hier ein Diamant Gear, und dann baut er den Rest praktisch rückwärts dann auch wieder zusammen. Ja, wir wollten mal nach der Quarry gucken, oder? Hast du gemeint, weil wir, ich habe die umgesetzt. Und dazu eine Anmerkung. ich hatte die umgesetzt und naja, wir standen dann daneben und die hat losgelegt und wunderbar. Und dann dachte ich, na, dann gehe ich wieder zurück. Schaue hier ins ME-System rein und sehe, oh ja, Dirt ist wesentlich mehr jetzt, wunderbar. Dann bin ich am nächsten Tag auf den Server und schaue hier so rein und habe natürlich wieder nach Certus Quartz geguckt und denke mir, oh, schade. Ach, du bist gerade durchs Portal durch. Ich habe dich nur verwandelt. Was? Das hat gerade total geleckt. Ja. Das ist ja interessant. Ah. Ja, auf jeden Fall, wo war ich? Ach, du mit deinem Leck. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie ist ja schade. Und dann bin ich nochmal dorthin und habe gemerkt, in dem Moment, wo ich irgendwie dort war, auf einmal, ne, das hat es aber irgendwie so aus, als hätte die gerade erst losgelegt und war auch noch nicht viel weiter. Und dann ist mir eingefallen, dass diese normale Quarry ja keinen Chunkloader hat. Ja, das ist nur bei der Ender Quarry, die hat einen. Und dann habe ich kurzerhand noch einen daneben gesetzt. Materialien haben wir jetzt ja genug, um sowas mal schnell zu bauen. Und seitdem rennt die und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin. Also, welchen bist du wieder den Leben? Das ohne, oder? Ohne, genau. Genau, da ist er ja. Und dann, also wir müssen, also muss ich rumdrehen. Er sagte, ich habe noch kein Bild. Ich habe, oh je. Also Südosten. Richtig, ich fliege jetzt wieder raus. Moment. Fürchte, ich fliege wieder raus. Nein, du darfst jetzt einfach gar nichts machen. Das ist ganz normal. Wenn das erste Mal. Ja. Time out. Ja, du darfst doch nichts machen. Ich mach nichts. Es ist jetzt echt seit dem 1.04 haben wir dieses Spiel. Also 1.04 und 1.1.1. Seitdem, wenn ich wechsle, regelmäßig raus. Naja, so, also ich bin was mal in die andere geflogen. Richtung. Ja, Südosten. Genau, einmal rum. Ah! Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Komm! Ist gegen den Baum geflogen. Starten. Ja, erstmal abgestürzt. Ja, und hier sieht man dich hier als Kugel recht gut. What the fuck? Also ich hatte hier auch meine Settings ein bisschen umgestellt, deswegen lädt es die Chunks auch hier gerade ein bisschen anders. Aber das ist hier schon, also da könnte man auch einen schönen Raum reinbauen. Ich fliege das mal so ein bisschen ab, dass er das komplett hat. Ja, und die rennt ordentlich. Hat die auch eine Schlucht entdeckt? Und in der Schlucht sieht man hier auch schon, da sind auch noch, stecken noch ordentlich Erze drin. Und Spinnen und Viecher und was ja, alles. Ja, viele Viecher, aber wenn man nach oben guckst, da war eine und die oberste Schicht. Dunkel. Da ist die Erde praktisch, weil der Berg beginnt. Und hast das du die nicht höher gestartet? Nö, wollte ich nicht, weil dann hätte ich ja überall wieder Berge bauen müssen, um die Landmarks zu setzen, weil die müssen ja auf der gleichen Höhe sein. Ah, verstehe. Und ich musste mich auch hier schon ziemlich weit überall reingraben und durchgraben. Was ist denn das eigentlich für eine Flüssigkeit? Ja, das ist wieder so, Sludge, oder? Was du auch schon... Ja, ich kann das... Ich meine, aber früher konnte man sowas auch scannen. Weil Wasser ja, vor allem hat er das früher das so angezeigt. Ja, macht er nicht mehr. Ist vielleicht ist es jetzt auch mit dem Update, dass er das nicht mehr macht. Also bei Wasser macht das, bei Lava macht das. Nee, macht das auch nicht. Hier sind jede Menge Zombies. Oh, so einer hat noch nichts gescannt. Hier ist auch ein Bliss. Da ist Schnee drin. Schnee ist cool, aber Schnee baut er wohl auch nicht ab, oder? Also Wasser zeigt er mir auch nicht an. Ja, ich lock mal die Viecher hier ein bisschen rüber. Ja, kommt, die blöden Katzen.
An sich mag ich ja eigentlich Katzen. Aber der baut nicht weiter ab, siehst du das? Hm? Der baut nicht weiter ab. Oder? Ja, jetzt steht er auch gerade. Keine Ahnung, vielleicht haben wir auch gerade wieder ein Stromproblem, weil der Akku ja... Nee, der hat ein Problem mit der Flüssigkeit. Ja, nee, der hat hier ein Problem mit dem Stone. Der hat hier ein Problem mit dem Stone. Mit dem Stone, richtig. Ja, den das ist in der Lava. Ja, das ist hier wieder ein Problem. Richtig, der entsteht an der Flüssigkeit immer neuer. Und deswegen fährt er dahinter und macht ein, zwei Dinger und dann muss er eben zurück, weil er merkt, Verdammte. Aus der Ebene... Irgendwo ist hier noch eine richtige Wisp, oder? Nee, das sind... Doch, da ist eine Wisp. Ja, aber mich hat so ein Wizard-Ding erwischt. Okay, aber da unten in der Ecke ist noch eine... Ja, das ist es. Echt? Hab ich gar nicht. Ich bin hier auch noch... Ich hab dummerweise keinen Cobblestone mit. Aber dann machen wir doch mal. Ja, dünn, also Cobblestone haben wir ja hier ein bisschen was. Ja, das kann man ja auch bauen, abbauen. Aber dann machen wir doch da unten mal Lava. Ich mache jetzt einfach die Lava mal, ja. Eben. So, dann dürfte hier Ruhe sein. Ja, also das ist mir bisher auch nur jetzt hier passiert, muss ich sagen. Früher hatte ich das Problem in der Form nicht. Hier stehen sie alle super, ne, Jungs, kommt. Ach, da hätte ich natürlich jetzt gerne, du hast nicht dieses Horn mit dabei, oder? Und dann alles unten in der Schlucht. Aber die fallen auch so runter. Da, tschüss, und noch einer. Na komm, der hat es wieder hochgeschafft. Was ist da unten? Achso, der brennt nur. Na, hier sind natürlich echt viele Viecher. Und ich würde ja gerne hier den Enderman mal... Ah, den haben wir schon. Creeper haben wir auch. Ach, hast du jetzt da das Sludge gemacht, oder was? Ja. Ah ja. Ja, sehr gut. Sieht man auch also, ein bisschen. Weggemacht. Ich hab's eingemauert halt. Also was ich sehr interessant finde, ist, dass hier Glowstone ist. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir hier in einer Mistcraft-Welt sind und hier halt gewisse Regeln auch anders sind. Weil in der normalen Welt gibt es den eigentlich nicht. Der ist eigentlich nur im Nether. Noch dieses Infernal Hive meine ich jetzt auch nur im Nether. Ja, wir haben hier Zertusquarz. Wir haben hier sogar Charged. Den nehme ich jetzt aber mal mit wieder, weil Strom ist momentan ein bisschen rar. Dann müssen wir den schon nicht aufladen. Aber irgendwie hat er gerade ein Problem. Er steht wieder. Ja, dann hat er vielleicht einfach keinen Strom. Nee, das ist hier ein Grafikbug. Wenn du mal hier rüber guckst, der baut hier weiter ab. Richtig, der baut gerade ab. Nur der Arm ist irgendwie nicht mitgekommen. Das ist. Also siehst du, ist bei dir der Arm auch noch auf der anderen Seite? Ja, bei mir ist er mitten im Loch. Ah ja, siehst du, bei mir steht er genau hier. Wo ich jetzt bin, hier drüben. Ja, das kriegt er dann hier nicht mehr gebacken. Das ist auch ziemlich krass. Ja, ist ja okay. Was vor allem übel ist für einen Server, ist hier zu berechnen, wie die Schatten hier aussehen müssen bei so einem Riesenloch. Das ist echt ein Problem. Deswegen, wenn man jetzt hier oben zumachen würde, dann würde das Ganze wahrscheinlich wesentlich schneller laufen, weil er halt das Licht nicht so berechnen muss. Licht ist übel. Hier ist noch so viel. Und vor allem, wenn der hier fertig ist, ne, dann setze ich die einfach eins weiter nach drüben und dann geht es hier direkt weiter. Können wir auch gleich nochmal gucken, wie viel Stein wir jetzt haben. Also Dirt kam ja auch ein bisschen was. Aber wie ihr hier schon seht, allzu viel Dirt, das waren irgendwie so zwei, drei Schichten und dann ging es hier wirklich mit Koppel los, ja, im großen Stil. Warte mal, ich setze jetzt da mal eine Fackel vielleicht.
Ah ja. Ja, das sieht man jetzt auch. Ich habe in den Einstellungen ein bisschen rumgespielt und momentan ist es nicht ganz so smooth, wie er hier die Schatten berechnet. Naja. Ja, also von mir aus können wir auch wieder zurück. Hier ist auch noch, wie gesagt, eine Schlucht. Das ist auch schon wieder erdgestimmt. Jetzt fährt er nach oben. Was ist das denn? Hast du ihn jetzt deaktiviert? Nee, ich habe nichts gemacht. Also der fährt eigentlich nur nach oben, wenn er fährt. Ja, hier oben hat er irgendwas gemacht. Ach, er hat meine Fackeln weggemacht, natürlich. Ich hatte hier auch die Fackeln gesetzt. Und die ist natürlich auch für ihn ein. Ja, dann halt keine Ja, Fackeln. Da müsste man da jetzt musst du höchstens so ein einen Loch in die Dämpfer Wand setzen. machen. Ja, genau. Aber ist ja auch wurscht. Kannst sagen, was fährt denn Ja. das Ding jetzt einfach quer durch den Raum nach oben? Und man kann ja mal theoretisch gucken. Wobei, auch jetzt sieht man auch, wir sind jetzt auf Level 17. Also der, bis morgen ist der wahrscheinlich hier fertig, wenn ich hier wieder fliegen kann. Und da hat der jetzt schon ein 17? ordentliches Gebiet abgebaut. Ja, ich war Aber jetzt auf auf Level 17. 50 unten. Nee. Ich bin jetzt auf Was? 18. Ich bin auf 18. Untergeflogen? Ja, ich bin. Nee. Ich bin hier auf der Höhe, wo er baut gerade. Weil so weit nur läuft tatsächlich 18. Bist du eine Fledermaus? Nee. Ich hoffe nicht. Nee, weil hier fliegt dann so eine Fledermaus um mich rum. Und naja, also ich gehe mal wieder Nee, hoch. das. Ach, da bist du. Oder ist es wieder so eine blöde Wisp? Warte mal. Komm her. Ich weg. So, du findest bestimmt. Ah, nee, du hast ja einen Exit-Punkt gesetzt, ne? Exit Den hatte habe ich mir ich. gesetzt. Ja. Ja, bei mir ist die Framerate auch gerade. Wahrscheinlich fliege ich jetzt raus, wenn ich zurückgehe mit der Framerate, die ich gerade habe. Wobei jetzt sind es wieder 20. Ja, ich bastle auch gerade an einem neuen Rechner. Also kein Mac, sondern wirklich ein guter alter Windows-Rechner. Weil zum Zocken ist es halt einfach doch das Mittel der Wahl. Und so Sachen wie Minecraft und WoW, das läuft zwar alles, aber es läuft leider auch jede Menge nicht. Und da sind auch Dinge dabei, die ich gerne mal let's playen möchte. Ja, und ich sag mal so, performance-seitig kann man natürlich da an einem PC eher mal ein bisschen was aufrüsten und schrauben. Jetzt hier am Mac. Und der ist jetzt ja, wie gesagt, auch schon ein bisschen älter. Und ich befürchte ja, das wird noch eine Weile dauern, bis ich mir einen neuen Mac hole oder holen kann. Ja, das mit den Aber Spenden der klappt Windows-Rechner, der ist irgendwie gut. noch. Nee, noch nicht. Aber wir haben auch noch gar keine YouTube. Spenden. Kontonummer Ach so. angegeben. Ja, und YouTube, die Auszahlung, das klappt irgendwie auch noch nicht so ganz. Nee. Die zahlen ja erst ab Würde ich mir 70 Euro eigentlich. aus und das dauert noch, glaube ich. Würde ich mir eigentlich irgendwie mehr erhoffen. Ja, bei der ganzen Arbeit, die ich habe. Du hast ja nur Was denn, Spaß. Du wovon? musst immer mal nur auf Aufnahme an der Kamera drücken. Ja, genau. Habe ich schon. So, ich schaue jetzt mal. Koppelst du? So. Oh ja, 209.000. Da kannst du schön für deinen Filler. Ja, wobei ich will ja auch noch abbauen. So. Ich habe dann ganz übles Loch Ja. vor. Ja. Vielleicht so um dein Haus rum. Nee, da drunter. Ach, shit. Wollte ich dir eigentlich was zeigen, aber. Ich weiß gar nicht, wo du bist, aber ich zeige es Ja, den lass Zuschauern uns mal mal was. beim Elfenportal. Was? Ich bin Was jetzt willst gerade du mal zeigen? in meinen Soundcraft-Raum, weil den habe ich ja auch noch so ein bisschen Ach umgebaut so. und ein bisschen dekoriert, weil hier soll der Altar dann hinkommen. Das machen wir ich denke mal so vielleicht in der nächsten, übernächsten Folge. Da habe ich hier schon vorbereitet und hier auch schon die Materialien, die wir so brauchen. Das ist auch schon mal soweit gebaut. Und hier sind wir zwei Golems schon. Die können zwar noch nichts, dazu muss man noch denen dann eine Aufgabe geben, aber Was hast denn du hier gebaut?
Ne, hier kommt der Altar hin. Das wird krass. Oh. Der wird auch ein bisschen größer. Oh. Oh. Ja, hier okay. in dem farbigen Teil praktisch steht der. Verwandel dich mal in eine Person. Oh Gott, leck die Maschine. Ja, halt hier. Ich hab da was für dich. Du hast ja irgendwas um den Hals. Hals? Ja, du hast irgendwas um den Hals. Hast du ein Amulett oder irgendwas an? Ja. Und das? Ja, das sehe ich, ja. Das ist mir also noch nie aufgefallen. Vielleicht ist es auch erst jetzt mit dem Ding. Aber doch, das passt, ja. Das kommt etwa hin. Das müsste das Feuerschutzamulett sein. Ach, und das habe ich jetzt auch, oder was? Nee, du hast einen Questgeber. Genau. Jetzt guck dich mal mit F5 an. Ja, ich hab's gerade schon gesehen. Und was kann das? Was ist jetzt super für mich? Gar nichts, oder? Das ist so, der haut das Zeug, die Materialien raus. Und dann ist nur damit. Da, weg damit. Zum Glück hast du auch dein Ding an, dann hast du es gleich wieder zurück. Der ist so ein Schmarrn. Ja, kann man damit wenigstens was machen? Kann ich die Quests? Ja, ich gebe dir Aufgaben, nicht. Genau. Doch, egal. Natürlich. So doch, ich denke mir eine schöne Quest für dich aus. Vielleicht baue ich doch so einen Mannerfahrer oder so. Lass uns mal bei dir aufs Dach gehen. Das ist nur Quatschzeug da mit den Blumen. Ja, ich wusste halt auch nicht, was ist. Und ist ein Botania-Ding, habe ich gebaut. Ja, du hast das sehr formschön auch hinbekommen. Aber ich habe ein bisschen Angst, warum du uns auf dem Dach von meinem Haus was zeigen willst. Was hast du getan? Ich cheate mal kurz auf Nacht. Ja. Jetzt schau mal nach oben in den Himmel. Ah, okay. Ja, super. Wieso soll ich mich verwandeln wieder? Ja, bitte. Das jetzt, Ei, Ach so, weil ich hätte jetzt... Ach so, ja. Aha, okay. Ja, das habe ich auch in irgendeinem Video. Haben sie da, glaube ich, ein paar von den Dingern auf einen Turm gebaut. Mhm. Und dann sah das aus, als würden da permanent irgendwie... Raketen hochgehen. Aber es geht sogar frame-technisch. Also geht's heute sogar, ist ganz okay, ja. Ich hatte auch... das Optifine nochmal abgedatet, da gab es eine neuere Version. Also die hattest du schon, aber ich noch nicht. Also von hier hinten und so sieht das auch nicht schlecht aus. Ja, super, von hier hinten, ich bin keine Wissen mehr einfach. Ja, das leckt jetzt gerade ein bisschen hier mit den Viechern. Ich muss mir auch die Wisp mal auf so ein Schnellding ins Menü legen. Jetzt ist weg. Das ist die maximale Entfernung. Ach so, ich dachte, das sieht wieder aus. Nee, es ist nicht aus, aber von bis hier kann ich sehen. Und, aber das liegt ja jetzt natürlich an, wie weit er bei dir lebt. Ja, na ja, gut, mehr, das ein bisschen mehr RAM. Also. Ja, RAM habe ich genug. Das ist nicht das Problem. Das ist eher die Grafikkarte, die hier halt irgendwo auch limitiert ist. So zum Videoschneiden super, aber zum Zocken halt nicht unbedingt. Zumindest, ich meine, der Rechner ist halt jetzt doch schon echt 5 Jahre alt und ein 15 Jahre alter PC kommt natürlich dann auch irgendwann an seine Grenzen. So ist es nicht. So bin ich ja noch zufrieden damit. Ich habe übrigens hier unten, wenn wir gerade hier sind, vielleicht fällt dir hier bei meinen Eingängen was auf. Wirklich? Von hier oben sieht mein Portal-Ding wirklich aus wie bei Stargate. Naja, schon so ein bisschen, ja. So, so mittig stehen. Wo Eingänge? Ja, vom Haus. Weißt du was? Dafür wollte ich eigentlich diesen Questmarker haben, weil den wollte ich dir eigentlich an die Tür stellen. So als Marker will ich auch haben. Und dann war das so ein Bullshit. Was hast du gemacht? Erzähl. Ja, das ist ein Soundcraft-Stein, den ich hergestellt habe. Ja. Und der verhindert, dass Mobs da drüber laufen. Ja, ist klar, ne? Also hier drüben an meine Tür und so weiter, Türen raus, das Zeug dahin. Ich brauche davon neun Steine. Ja, das kann man schon machen. Das kann man schon machen. Ich hatte jetzt nicht so viele. Ja, nee, so viele nicht. Aber, ja, schau.
Aber geh mal rein, geht's mal rein, geh mal schnell rein, ohne den zu töten. Ja. Das geht nicht. Da hätte man nur ausprobieren können. Ja, der kommt dann nicht raus mehr. Richtig, jetzt auch. Ja, und jetzt brennt er. Das war jetzt dein Schwert, oder was? Hier mit Feuer. Ja, genau, das Feuer. Diese Steine, die ja. lassen da halt keinen Mob durch. Und der kann auch wohl, meine ich, auch nicht drüber hüpfen oder so, sondern das ist wie eine Wand. Kann ich mit der Spitzhacke abbauen? Ja, aber lass die da mal drinnen. Warum? Ja, weil sonst baue ich hier ein paar aus. Blumen ab. Ich schau mal, ob die Wasserpflanzen auch Lava mögen. Das haben wir auch gar nicht Creeper, ausprobiert. Creeper. Pass bitte auf, dass meine Schafe nicht sterben. Das ist das Einzige, was die brauche ich in größeren Stückzahlen. Katze. Hilfe. Oh, you died. Ja, du kannst was ja geh hier ins Haus. Ja. Wo bist du denn? Ja, ich bin tot, ich bin im Haus. Also du bist tot? Wieso bist du tot? Weil da eben so eine amokrennende Katze war. Und weiß ich, wie viele Hexen. Alter, was kommt denn da alles? Das ist Battle Cat. Ja, die Viechers, die Wizard Cats, die werden größer, wenn die einmal Schaden erleiden. So, jetzt komm mal, dass die Hexe. Weil die wirft, ne? Also werfen kannst du vielleicht schon, das weiß ich nicht. Mhm. Aber die kommt hier nicht rein. Ja. Boah, und jetzt habe ich echt eine fiese Framerate gerade. Ja. Selbst noch mal, wenn du die mal wegbläst. Ich möchte nämlich zu meinem Grabstein jetzt zurück. Ja, naja, muss ich. Und wahrscheinlich werde ich jetzt einfach sterben. Weil diese scheiß Tank von mir. Nee, das überlebt man schon. Nur wenn man dann gerade im Kampf ist, dann ist es halt zusätzlich. Also ein bisschen viel Framerate. Ich komme gar nicht mehr. Schaden? Ich weiß. Ja. Okay, du bist das. Aber wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde. Ja, ich würde sagen, lass die zweite Hexe mal Break. Weg. Ja, ich habe ein Frame, ich brauche jetzt. Das macht keinen Spaß. 5 Frames, 4. Ja, muss halt ein bisschen schnell machen. Dann geht es schon. Bisschen schnell war's. Ja, hin, schnell. Ja, wobei, da ist auch noch die Katze. Also die Katze ist wahrscheinlich, ja, die springt hier übrigens. Ja, sag ich dir doch. Ja, du hast gedacht, mach die Hexe weg. Ja, da ist auch noch eine zweite Hexe, Vorsicht. Auch noch eine zweite Hexe. Ja, die Katze hast du irgendwie gereizt. Die hüpft da um dein Grab rum. Ja, total. Ich schluck sie mal weg. Machst du mal platt? Nee, brauch ich jetzt nicht. Die geht dann auch schon wieder weg. Hast du dein Zeug? Nein. Ja, jetzt hatte ich extra die Katze weggelockt. Ich dachte, ja, jetzt ja, kommt ich sie bin ja wieder. Schon dabei. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Ah, ich höre schon wieder eine Katze. Ja, die hüpft auch schon wieder hinter dir. Also ich sehe es zwar nur in hier mit 4 Frames, aber irgendwie hüpft die, ist die gerade nicht rumgehüpft. Was ein Viech, echt? Ja. Na gut. Ja, dann sag doch mal Tschüss und dann Tschüss. Geht's in der nächsten Folge weiter. Was bringt eigentlich dieses Amphibien, wenn man gestorben ist? Das was? Sagt mir nix. Wenn du ins Menü, also E drückst, dann. Achso, nee, das ist dann so ein Counter. Das sind so Buffs oder Debuffs, je nachdem. Ich weiß es gar nicht, wenn man stirbt. Vielleicht, dass du nicht gleich Schaden erleidest oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht auch geschwächt alles. Bist. Ja, entweder das oder nee, das glaube ich fast nicht. Vielleicht eher geschwächt oder so auch noch. Das würde ja fast Sinn machen. Aber ich sehe, du spielst schon wieder mit der Katze. Erstmal die Hexe da weg. Ja.
dann machen wir mal Schluss. Also, ja, Servus. Ciao. Ah, ich dachte, das wird dann vielleicht auch grün oder besser. Und jetzt ist es einfach weg. Diese scheiß blöden Elfen. Hälfte Gib Elf das Ding zurück. Gib das zurück. Tja. Das war verdammt gefährlich hier, was du hier Zeug baust. Das ist echt weg. Ja. Warte jetzt vielleicht. Ach komm. Gut. Ja, ich bin. Ja, das ist super. Jetzt, ja, ich auch. Ich muss jetzt so ein neues Ding bauen. Das hilft ja nichts. Aber das ist zum Glück nicht so toll. Aber man muss anscheinend aufpassen, was man reinwirft. Jetzt einfach so die. Oh, hier die Monster-Spitzhacke. Schau.